Hallo zusammen. Zielfotomagazin Retrospektive, so ein bisschen. Ich will mal ganz kurz erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist zu dem Magazin, warum das so heißt, wie es heißt, wie wir das gedruckt haben und vor allem auch, wie wir das mit dem Versand gemacht haben und warum 340 Magazine noch nicht ausgeliefert sind, obwohl die schon seit einer Woche frankiert in Hermannsburg liegen. Auslöser war die Susanne. Die Susanne ist Designerin im Bereich Print in Köln und die war bei mir in einem Workshop in Köln, Portrait-Workshop. Und im Nachgang hat sie mich angeschrieben, warum ich eigentlich nicht zum Jahresende so ein Best-of-Stefan-Magazin machen würde. Und ich so, Magazin habe ich keine Ahnung von und vor allem will das ja auch keiner kaufen. Sie hat mich dann überzeugt, dass ein Magazin machen gar nicht so schwierig ist, was gelogen war. Und dann haben wir halt so ein bisschen hin und her gebrainstormt und die Idee Best-of-Stefan fand ich nach wie vor doof. Aber ich hatte dann die Idee, dass es Kletterführer gibt, also Bücher, wo drin steht, wo man schön klettern kann. Aber für Fotografen gibt es sowas nicht. Und gleichzeitig hatte ich ein bisschen die Idee, die Community mit reinzubringen in dieser Verbindung. Daraus ist entstanden halt eben die erste Go als Versuchsballon. 25 Fotospots in den Alpen. Mit der Idee, dass man halt dann so ein bisschen quasi zielgerichtet irgendwo hingehen kann, um zu fotografieren. Gleichzeitig wollte ich halt so ein bisschen lokale Fotografen mit einbinden. Deswegen dann der Aufruf. Und da sind ja auch diverse Gastbeiträge drin von euch aus der Community. Und das werden wir auch künftig so beibehalten, machen wir auch im Moment weiterhin so. So, das war dann ein Mega-Erfolg. Also Erstauflage war geplant für 500 Stück. 500 Stück würde heißen, wir beide arbeiten umsonst und ich bezahle noch drauf. Also ich hätte damit die Druckkosten nicht reingekriegt. Der Vorverkauf ist dann sehr, sehr gut gelaufen, viel besser als erwartet, sodass wir die Auflage zweimal erhöht haben, bis wir dann gedruckt haben, sodass sie deutlich höher war und ich die Susanne auch bezahlen konnte und ich auch so ein ganz klein wenig bei mir hängen geblieben ist. Daraufhin haben wir dann gesagt, uns zusammengesetzt und überlegt, wie machen wir weiter, machen wir überhaupt weiter? Und weil das so gut angekommen ist und ich so viel tolles Feedback von euch hatte, haben wir gesagt, ja, natürlich, wir machen weiter. Und in dem Rahmen haben wir dann halt eben den Wechsel auf den Namen Zielfoto gemacht. Das hat den Grund, dass, also hat verschiedene Gründe, aber ein Grund ist, dass ich sowieso immer den Begriff Zielfoto verwende. Ich fahre irgendwo hin, um Zielfoto zu machen. Und für mich als Fotograf war das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, als ich weggegangen bin, wo vom Knipsen hinzu, ich mache gezielt ein Foto, ich mache ein Zielfoto, ich fahre irgendwo hin mit einer Idee im Kopf und versuche die umzusetzen. Ich mache ein Zielfoto. Und ich finde, das drücke ich damit halt sehr, sehr gut aus. Das Go ist halt griffig und kurz und so weiter, aber hat halt auch einen ganzen Haufen Probleme. Angefangen damit, dass niemand weiß, was es ist. Wenn ich sage, ich bringe das Go-Magazin raus, denkt jeder an GQ oder an Wandermagazin oder was auch immer. Aber keiner denkt an ein Fotomagazin. Bei Zielfoto ist es sehr viel besser. Das war der Grund für den Wechsel. Da so nebenbei, die Susanne hat das Logo entwickelt. Dafür habe ich sie bezahlt, ganz normal. Auch das ist wie beim Fotografieren. Sie ist die Urheberin. Wenn ich ein Foto von dir mache, auch wenn ich es als Auftrag für dich mache, bin ich der Urheber. Und ich gebe dir die Nutzungsrechte. Und genauso haben wir das hier auch gemacht. Ich habe sie dafür bezahlt. Ich habe einen Vertrag mit ihr gemacht, dass ich das Ding halt benutzen darf, auch wenn sie mal nicht mehr dabei sein sollte. Ganz wichtiger Punkt. Das gehört zum Geschäftsleben ja nun mal dazu, auch das ganze Rechtliche zu beachten. Die Idee für das Thema, so fotografierst du deine Freundin, die hatte ich schon sehr lange im Kopf. Da wollte ich ein Buch draus machen. Die Idee ist natürlich dahergekommen, weil ganz viele von euch mir bei Workshops oder auch so mich anschreiben und mir erzählen, wie schwierig das ist, die eigene Freundin zu fotografieren. Und das kenne ich. Das war mit der Christine am Anfang auch nicht einfach. Das haben wir hier beschrieben. Das ist ein kleines Interview drin, wo sie erzählt, wie das für sie war. Und deswegen hatte ich ein bisschen das Gefühl, ich kenne die Situation und ich werde ständig gefragt, also interessiert das viele Leute und ich habe ein paar Ideen dafür. Und das war halt die Idee, wir wollen euch als Leser dazu bringen, dass ihr beide als Pärchen da auf dem Sofa sitzt, da drinnen blättert und sagt, sowas will ich machen. Und nach dem Feedback, was ich gekriegt habe, klappt das auch, glaube ich, relativ gut. Ich habe sehr, sehr, sehr positives Feedback haben wir gekriegt zu allem, zu dem Druck, zu dem Papier und halt auch zu dem Inhalt, zu den Stories, zu den Fotos. Also insgesamt, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Produkt. Vielen Dank nochmal an alle, die mir geschrieben haben. Finde ich natürlich super. Ich hab hunderte Bilder gekriegt auf Instagram, Facebook und überall, dass jemand das Ding stolz in die Hand hält. Voll cool. Also ich meine, wie cool ist das denn? Die Susanne macht Design seit 25 Jahren und sie sagt, sie kriegt nie ein Dankeschön. Sie macht teilweise für große Firmen, macht sie dann Broschüren mit einer hunderttausender Auflage und sie kriegt nicht ein einziges Dankeschön. Und jetzt kriegt sie ganz viel, weil jeden Morgen, wenn sie aufwacht, hat sie auf ihrem Handy schon ein paar SMS von mir mit Zitaten von euch, wo ich geschrieben habe und wo ich es weitergeleitet habe, was ihr mir geschrieben habt. Dankeschön. Das gibt uns sehr viel mehr Kraft als das Geld, was darüber kommt. So, jetzt reden wir mal über Druck. Gedruckt haben wir in München.
Eine kleine Druckerei, also klein weiß ich nicht, eine Druckerei in München, jedenfalls sehr professionell das Ganze. Ich war einmal mit dabei, das zweite Mal war ich nicht dabei. Wir haben einen Producer, der das Ganze organisiert. Und super professionell, wie sie das gemacht haben, als ich dabei war, halt auch, dann haben wir den Probedruck gemacht und das ist angeguckt, ja, das passt, oder hier noch ein bisschen dunkler, ein bisschen heller, ein bisschen mehr blau. Man kann da noch ein bisschen Feintuning machen und dann irgendwann nicht mehr, dann geht's los. Das Papier wird dann gelagert. Ein, zwei Tage muss es liegen, dass sich das so ein bisschen glättet, bevor man das schneidet. Das sind so große Bögen. Und dann wird das gebunden und dann halt eben zu mir verschickt. Das erste Mal haben wir das mit einem professionellen Versender gemacht. Das ging überhaupt nicht. Das ist voll in die Hose gegangen. Und zwar verschiedene Sachen. Wir haben auch wirklich Pech gehabt. Als der das rausschicken wollte, hat genau an dem Tag die Bild-Zeitung eine riesen Postsendung gemacht. Und das heißt, da waren, keine Ahnung, 200.000 Prospekte von der Bild erstmal vor uns dran. Das hat ein paar Tage gedauert, bis die Post die ausgetragen hat. Als wir dann dran waren, gab es einen Jahrhundertregen in Berlin. Ganz viele Magazine lagen dann im Regen und sind halt eben dann kaputt gewesen. Die musste ich nochmal verschicken. Und der Versender hat halt einen ganz schlechten Umschlag genommen, so ganz dünnen. Da sind viele Magazine kaputt gegangen durch den Versand und so weiter. Also riesen Puff, riesen Ärger. Und die Folge war so ein bisschen, dass ich jetzt gesagt habe, das darf nicht nochmal passieren bei der aktuellen Zielfoto. Deswegen habe ich gesagt, ich mache das selbst. Ja. Ich habe es selbst gemacht und zwar habe ich erwartet, Vorverkauf wieder, dass so ein paar hundert Magazine kommen und dann ist gut. In Wirklichkeit kam sehr viel mehr. Also es waren über 2000 Vorbestellungen. Die sind auch alle am ersten Tag reingekommen, also fast alle, weil wahrscheinlich alle Angst hatten, keine mehr abzukriegen. Völlig erschlagen von und das auch völlig unterschätzt dann, wie viel das ist, wie viel Papier das ist. Das ist eine Tonne Papier, diese 2000 Magazine. Plus halt Umschläge, plus Briefmarken, plus Pipapo. Also kauf mal Briefmarken für 2000 Umschläge und geh mal zu deiner Poststelle mit 2000 Umschlägen. Also mit 200 Magazine ist ein Kofferraum voll. Nur um mir das mal vorzustellen. Kofferraum VW Tiguan, 200 Magazine. Das heißt 10 Mal der Kofferraum voll. Das war ein bisschen das Problem, habe ich völlig unterschätzt. Ich habe erwartet, dass es viele Probleme gibt. Es waren dann mehr als erwartet. Das musst du dir jetzt so vorstellen, ich habe das nach Hermannsburg schicken lassen, da wo ich künftig wohne, und habe da halt Freunde organisiert, die mir helfen. Und ich habe dann quasi, bin zur Post gegangen, Post gibt es da nicht mehr, sondern das ist so eine In-Shop-Lösung. Ich bin hingegangen und habe gesagt, ich habe ja 2000 Magazine, die ich verschicken möchte, ich bräuchte Postkisten. Und sie hat mir dann welche bestellt, nämlich 10. In eine passen 20 rein. Deswegen weiß ich, das füllt so ein Tiguan, weil wir diese 10 Kisten halt dann hin und her geschleppt haben. Also das Problem ist natürlich, da können die ja gar nichts für. Die waren super nett und verständnisvoll, aber halt auch relativ klar, die haben kein Lager und die sind nicht dafür ausgerüstet, dass ich das wegbringe. In diesen Mengen. Da hatte ich natürlich nicht mit gerechnet. Das heißt, ich habe denn da Hilfe organisiert. Es gibt eine Druckerei in dem Ort, da bin ich halt hingegangen und habe gebettelt um Kisten und die haben mir dann ausgeholfen. Dann, wenn du was bei mir bestellst im Shop, dann landet das bei mir in der Datenbank natürlich. Und jetzt waren es aber 4 Bestellungen, nämlich nach Deutschland, Schweiz, Abo Deutschland, Abo Schweiz. Und nebenbei nach Österreich kann ich im Moment nicht liefern, das hat einfach steuerliche Gründe. Wenn ich in Deutschland ein Magazin verkaufe, muss ich in Deutschland Mehrwertsteuer verrechnen, das mache ich. Das heißt, ich mache da monatlich eine Mehrwertsteuerabrechnung. Das kann ich aber nicht für alle EU-Länder machen, das geht im Moment nicht. Wenn ich selbst in der EU wohne, dann ist das anders, dann kann ich innerhalb der EU, gibt es da vereinfachte Verfahren, aber ich wohne nun mal außerhalb und das macht es ein bisschen komplizierter. Und dafür bin ich halt einfach zu klein, um mir jetzt in jedem Land einen Steuerberater zu suchen. So, ich habe die also alle rausgezogen. Das heißt, ich habe den 4 Excel-Dateien mit zusammen 2000 Namen und Adressen. Und dann wollte ich das über die Post drucken. Das kann man online machen. Ich kann eine Excel-Datei da hochladen. Dann ging meine Mac-Datei nicht. Dann musste ich herausfinden, wie ich das machen kann, dass ich diese Mac-Datei so mache, dass die Post das irgendwie verarbeiten kann. Ich bin ein wirklich lebender Software-Tester. Das wäre so ein typisches Projekt für mich, das ich machen würde. Mit der Schweizer Post habe ich schon öfter zusammengearbeitet, wo ich mit meinen Entwicklern so im Streit gewesen wäre. Die haben so viele Bugs da drin, aus meiner Sicht Bugs. Na gut, mich damit also technisch auseinandergesetzt und die haben eine Beschränkung, man kann maximal 200 Adressen auf einmal hochladen. Das heißt, ich musste die zerlegen in 192er-Pakete in dem Fall, das sind ja genau die Druckbögen halt. Und dann lade ich 192 Dateinamen hoch, dann zeigt er mir noch irgendwelche Fehler an, die er nicht richtig kennt. Ich muss zum Beispiel Deutschland als DE mit beiden Großbuchstaben, wenn da steht großes D, kleines E, dann akzeptiert er das nicht. Teilweise mit Umlauten nicht. Oder wenn du als Hausnummer nicht Hausnummer eingegeben hast, sondern OG rechts oder so etwas,
dann funktioniert das auch nicht. Also ich muss relativ viel von Hand dann nochmal rüber, damit die Post das schluckt. Und dann darf ich mich nicht vertun. Und ich habe mich vertan. Also ich habe zwei Dateien zweimal verschickt. Das heißt, ich habe irgendwie 390 Magazine zweimal verschickt. Das heißt, die letzten Tage habe ich den damit verbracht, weil jeder von euch hat mir das geschrieben. Und Dankeschön, das ist nett gemeint. Ja, es ist halt jetzt passiert. Was soll ich machen? Wenn ich das zu dir schicke und du schickst es zurück zu mir und ich schicke es dann zu jemand anders, spätestens dann ist es zerknickt. Und das ist ja dann auch schade. Deswegen habe ich die halt jetzt verschenkt. Und der eine oder andere super nett haben mir, ich habe Amazon-Gutscheine gekriegt und ganz viel Dankeschön. Und der eine oder andere hat es dann halt nochmal gekauft. Und also auch das muss ich nochmal sehr deutlich sagen. Alle sind super nett von euch und super verständnisvoll. Dankeschön. Das hilft, weil es ist wirklich anstrengend im Moment. Also ich habe also 400 zu viel verschickt und habe dementsprechend eine Datei übersehen und habe also dann eben 192 zu wenig verschickt. Dummerweise auch von denen, die ganz am Anfang bestellt haben, halt am ersten Tag. Das heißt, die haben am 1.11. gekauft. Also nicht die ersten, aber an dem Tag. Und warten immer noch auf das Magazin, wenn andere letzte Woche gekauft haben und das schon haben. Das ist natürlich sehr unangenehm. Und letzte Panne, die jetzt noch passiert ist, von der ich weiß im Moment, ist, dass nochmal eine Ladung in Hermannsburg liegen geblieben ist. Die liegt jetzt irgendwo in der Post. Also wir haben die frankiert und abgegeben und so weiter und die ist aber noch nicht rausgegangen. Also die liegt noch in Hermannsburg, die geht erst am Montag raus. Das heißt, wenn du mir die Tage geschrieben hast und ich gesagt habe, das ist unterwegs, dann war das gelogen im Sinne von, das ist aus meiner Hand raus, aber ist noch nicht aus Hermannsburg raus. Und geht hoffentlich Montag weg. Da muss ich dann noch hinterher telefonieren am Montag. Solche Sachen passieren, es liegt auch nicht in meiner Hand, es ist außerhalb meines Einflussbereichs. Ich kann nur dem versuchen, hinterherzulaufen und mir die Haare auszurupfen. Und ja, nächstes Mal werden wir das anders machen. Wir werden das nächste Mal wieder mit einem professionellen Versender zusammenarbeiten. Diesmal hoffentlich so, dass es klappt. Jetzt weiß ich auch ein bisschen mehr, worauf ich achten muss und so weiter. Ich hoffe, wir haben eine ganze Menge gelernt. Ganz kurzer Ausblick noch. Nächstes Zielfoto ist geplant für Februar. Elb Sandstein und Harz, das ist auch im Wesentlichen schon fertig. Wir sind im Moment im Lektorat und ich warte noch auf zwei, drei Gastbeiträge, aber per se haben wir den Inhalt. Wir liegen also sehr gut im Zeitplan. Die nächste Ausgabe danach ist noch nicht klar. Schwarzwald ist ein heißer Kandidat, da habe ich mir jetzt ein paar Spots rausgesucht, aber die kenne ich alle nicht, das muss ich noch evaluieren, ob das wirklich ein Magazin füllt. Und zweites Thema wäre Wildlife-Fotografie im deutschsprachigen Raum, also deutschsprachige Tiere quasi. Mit einer Reihe von Gastbeiträgen von halbbekannten Fotografen, also ich hoffe, der eine oder andere kennt sie davon, die sehr, sehr gut sind, die aber halt so ein bisschen quasi nur eine Stufe höher sind als du wahrscheinlich so, weil das ihre Leidenschaft ist und du das nur ein bisschen machst, das wäre die Hoffnung, sodass du da ganz viele Tipps rausnehmen kannst, weil die normale Ausrüstung haben und normale Probleme und einen Job nebenbei und so weiter. Die ganzen Probleme, die wir alle so haben. Ich glaube, das gibt ein paar ganz interessante Stories und natürlich fantastische Fotos. Ne? Das ist noch nicht sicher. Gastbeiträge hätte ich schon, also Zusagen hätte ich schon. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob wir das machen wollen oder wann wir das machen wollen. Das besprechen wir jetzt einfach die Tage im Team und auch wann die rauskommt und so weiter. Genau. Weil ich nächstes Jahr ja Haus und Kind, das muss ich halt auch so ein bisschen einplanen, dass ich auch ein paar Wochen ausfalle, weil ich mich einfach darum kümmern muss. Das war's. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich und nützlich. Dankeschön nochmal für deinen Support und drücken wir die Daumen, dass am Montag die letzten rausgehen. Und dann sind wir quasi wieder ajour und ich nehme neue Bestellungen auch wieder an, die dann ganz normal mit 2, 3 Tagen Laufzeit dann verschickt werden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.